Carmen, 1:1, bist du zufrieden? Ja, kann ich nicht, dass ich bin 100% zufrieden, aber ein Punkt auswärts ist okay. Können wir 3 Punkte gewinnen, ja, aber scheiße Situation, ja. Ein Punkt, gut. Ja, am Anfang sah es gut aus, Fortuna spielte einfach mit, 1:0 in 20 Minuten und dann, da fehlt ein bisschen glücklich die 1:1. Ja, aber das ist so ist der Fußball, ja. Ohne Glück geht nicht. Du hast wieder gut gespielt, du bist jetzt fest angestellt in das erste Team, wollen wir sagen. Ja, ich gebe meine Kraft für die Mannschaft und ich gebe alles, dass die Mannschaft geht weiter. Ja? Ich kann nicht nur für mich arbeiten, ich arbeite nur für die Mannschaft. Mannschaft ist die richtige. Ja, und dann spielst du sehr gut, hast viele Spiele gut gespielt, vor allem verteidigend. Aber beim Angriff, da fehlt es noch ein bisschen. Ja, ich bin defensiv im Mittelfeld. Ja. Bei mir ist, dass ich defensiv ist okay. Da vorne ist, wenn ich etwas kann ich machen da vorne, dann ist es sonst. So. Lieber defensiv, dass er richtig stark, dass er bleibt 0 hinten, dann ist es okay. Vorne kann alles passieren. Ja, aber ich meine damit, wenn du den Ball Europas hast, musst du eigentlich einen guten Pass geben, aber am besten kannst du einfach neben dir abgeben und dann das Spiel weitergehen lassen. Ja, aber ich kann diesen Pass geben, aber muss auch die Leute anbieten. Ja? Das geht nicht einfach, die müssen auch bewegen, aber ja, ist sehr schwer, auch für Stürmer, dass die bewegen. Weil die Situation kommt schnell und müssen die auch schneller reagieren. Ja? Und, ja, Fußball ist so. Ja, es geht langsam bergauf. Vorige Woche sprach ich mit Marco. Und er sagte, wenn wir noch 10 Spiele gewinnen, dann spielen wir Nachcompetition. Ich bin, ja, kann man sagen, aber ich denke Spiel für Spiel, ja. Jeder Punkt ist richtig. Aber was passiert nach 10 Spielen, niemand weiß. Einfach jedes Spiel, dass wir gewinnen, dass wir Punkte abholen und dann gucken wir, was passiert am Ende. Ja, und wir haben jetzt ein ganz weites Auswärtsspiel. Froh, wenn wir heute Abend zu Hause sein. In 14 Tagen gibt es wieder so ein Spiel in Emme. Ja, nach 14 Tagen. Jetzt kommt erstmal, denke ich, Utrecht. Jung Utrecht. Ja, dann gucken wir danach. Aber erstmal Jung Utrecht, nächster Freitag. Jung Utrecht, da gibt es natürlich 3 Punkte, das muss. Ja, müssen wir. Zu Hause müssen wir alles gewinnen. Und dann langsam abwarten, bis diese Periode vorbei ist und vielleicht, dass wir die 4. Periode noch holen können. Ja, erstmal Spiel für Spiel und dann gucken wir, dass wir gewinnen, nicht die Spiele, also Punkte verlieren, ja. Okay, und in dem Team geht es so weiter, wie es mit Saba, hat er auch schon mitgespielt, wie spielt er? Ja, ich denke, er macht langsam, also er kommt langsam in Fit, weil er hat so später angefangen, ja, zu trainieren, aber ich denke, er kommt schon, ja. Denke ich nächste Woche oder übernächste Woche, ja, aber ist ein guter Spieler, also kann man etwas sehen. Aber wir werden noch was von dir sehen, vielleicht auch nochmal ein Tor? Ja, ich weiß nicht, einfach die Mannschaft gewinnt, aber wer macht der Tor, ist egal, richtig die Mannschaft. Wenn wir nur gewinnen? Ja. Okay, danke schön. Bitte schön.